So soll das sanierte Deggendorfer Eisstadion einmal aussehen. Ab 12. Oktober sollen aber jetzt erst einmal die Bauarbeiten beginnen. Zuerst wird das bis zu 50 Meter breite Dach abgebaut. Statt den 64 Tonnen schweren Holzelementen werden um 40% leichtere Stahlbinder eingebaut. Wir müssen das schon in großen Gewaltaktionen machen, weil solcher Abbruch dauert normal 3 Monate. Aber wir kennen die Zeit und wir haben vor, wir haben uns das sehr sportlich Termin vorgenommen, dass wir in 6 Wochen die neuen Binder drauf sind, dass dann der Spielbetrieb wieder beginnen kann. Die Kosten für den Dachabbruch, den Neubau und eine neue Außenfassade liegen bei rund 2,9 Millionen Euro. Diese hat zwar der Bauunternehmer zu tragen, Karl kann sie aber durch die monatliche Miete der Stadt, des Landkreises oder des Vereins wieder hereinholen. Ich habe denen eine Möglichkeit eingeräumt, oder ich sichere das heute nochmals zu, dass sie das jederzeit zurückkaufen können zu den jetzt festgelegten Kosten. Das Risiko eventueller Mehrkosten ist auf meiner Seite. Eisstadien sind wahre Energie- und Kostenfresser. Allein die aufwendige Lüftung verschlingt weit über 1 Million Euro pro Jahr. Dazu kommen über 100.000 Euro für Strom und Unterhalt. Um hier zu sparen, hat Günther Karl eine eigene Lösung entwickelt. Elektrische Sektionaltore, die, wie er hofft, auch Nachahmer finden werden. Wenn das mehr oder weniger es sein muss wie ein Stillbetrieb, dass hier der Dampf entsteht, dass man da keine aufwendige Lüftung braucht, dass man einfach einen Knopf drückt, die eine Seite hochfährt die Tore oder die Verglasung und dann hat man mehr oder weniger keine Dampfbildung und hat man das Lüftungsproblem nicht. Und dann, wenn das Spiel mehr oder weniger zu Ende ist, baut man es wieder runter und ist die Halle wieder dicht und dann, dass keine Kälte entweichen kann und die Seite dann geschützt ist. Karl selbst ist zwar kein Eishockey-Fan, für die Spieler sind aber trotzdem einige Neuerungen geplant. In Zukunft soll in Modul 2 nach der Erneuerung von Dach soll auf der Seite, wo die Konrad-Adenauer-Straße ist, dann in Zukunft die Umkleidekabine und Waschräume und dergleichen dort entlang erstellt werden, sodass man direkt von den Umkleidekabinen direkt in die Spielfeld reinlaufen kann und mit den Zuschauern, mit den sonstigen Passanten nicht mehr in Kontakt kommen, weil die gehen hier rein. Bis jetzt ist auch in Zukunft, ist, gehen die hier rein. Bis 2015 soll auch noch ein dritter Bauabschnitt verwirklicht sein. Dabei wird der Kopfbau bis auf die Energiezentrale abgerissen und neu gebaut. Dort sollen dann unter anderem ein Konditionsraum, die Umkleide für den öffentlichen Lauf und ein Kiosk entstehen.